Radical Red, der wohl beliebteste Pokémon-Romhack, den es jemals geben wird. Und das nicht ohne Grund. Er ist challenging, es gibt alle Pokémon und Kampfmechaniken bis Generation 9, Mega-Pokémon, Dynamax-Raids und neue regionale Formen. Und dazu kommt noch, dass die Trainer legendäre Pokémon, Paradox-Pokémon oder sogar beides auf einmal benutzen. Das alles kombiniert mit einer schlaueren AI der Trainer sorgt dafür, dass dies eines der schwersten Romhacks ist, die es gibt. Und ich habe versucht, ihn zu Hardcore-Nuzlocken. Wir spielen mit den Standard-Hardcore-Nuzlock-Regeln, für die ihr jetzt pausieren könnt. Aufgrund der ganzen Mechaniken, die dieser Hack bietet, gibt es aber noch ein paar extra Regeln, zu denen wir kommen, sobald sie relevant werden. Fangen wir mit Versuch Nummer 13 an. Das Spiel beginnt, wie man das ganze Mal von Feuerrot kennt. Die einzige coole Neuerung am Anfang ist, dass wir von allen Startern wählen können, bis Generation 9. Deshalb wähle ich Bisasam. Ja, ich weiß. Dieser wird dank seiner Mega-Entwicklung später zu einem der besten Pokémon des gesamten Hacks. Er muss nur so lange überleben. Da dies bereits Versuch Nummer 13 ist, bin ich mit dem Anfang des Spiels schon sehr gut vertraut und habe ein besseres Verständnis, wie die AI funktioniert, wodurch ich mit bestimmten Pokémon ziemlich einfach durch das Early Game komme. Das Early Game in diesem Spiel ist sogar erstaunlich einfach. Es gibt hier und da ein paar anstrengende Bosskämpfe, aber wenn man aufpasst, sollte man da immer ohne Tode durchkommen können. Deswegen lasst mich euch im Schnelldurchlauf zeigen, wie der Anfang von Versuch Nummer 13 beziehungsweise von Radical Red aussieht. Das kann hier sein? What the fuck? Das riecht gut. Ich nehme den Morlun. Sandweed, nicht unbedingt ein guter Encounter. Fürs Early Game sehr praktisch. Dadurch kann ich im Grunde andere Pokémon beschützen. Was ist das denn, Alter? Gruselbart. Interesting. Das hatte ich auch noch nie. In Progress, gut zu wissen. Ich habe wieder mal nicht gelesen. Das ist halt das Risiko an Raids. Ich darf mir bei Raids das Pokémon aussuchen, welches ich da habe. Aber der Nachteil ist, wenn es ausbricht, habe ich den Encounter für die Route verloren. Ich erkenne das einfach. Oh, es hat einen Fokusdash. Mann, und deswegen... Ah, passt schon, right? Das waren die ersten zwei Arenen mit nur einem Tod gegen den optionalen Johto-Arena-Leiter Buxi. Dieser ist relativ einfach und gibt einem Kehrtwende, was super nützlich ist. Bevor wir weitermachen, ein kurzes Wort von unserem Sponsor. Wir haben keinen Sponsor. Ein kurzes Wort darüber, welches Pokémon wir fangen dürfen, steht da. In diesem Spiel gibt es eine Menge geschenkte oder kaufbare Pokémon. Diese gelten als normale Routen-Encounter und nicht extra. Dasselbe gilt auch für Raids. Hier kann ich auf jeder Tageszeit einmal die Pokémon anschauen und darf mir eins davon aussuchen oder mich dagegen entscheiden und etwas anderes fangen. Ich glaube, ich gehe ins Gras. Ich hätte den scheiß Apfel nehmen sollen. Das hat zwar den Vorteil, dass ich sehr beeinflussen kann, welche Pokémon ich bekomme, aber hat auch einen riesen Nachteil. Denn in Raids habe ich nur eine einzige Chance, das Pokémon zu fangen und sollte dieses ausbrechen, bekomme ich gar nichts. Das ist am Anfang zwar relativ safe, aber später bei stärkeren Pokémon ist es im Grunde ein Münzwurf, ob ich die Pokémon bekomme. Deshalb sollte ich mir genau überlegen, ob es das wert ist. Als nächstes stand das Schiff an, um Zerschneider zu bekommen. Hier sind zwei Minibosse, die eigentlich relativ einfach sind. Eigentlich. Und der Rivalenkampf, welcher dank Wishu und Tech das gar kein Problem war. Kommen wir zum dritten Orden. Oder auch nicht. Ab dieser Arena nimmt der Schwierigkeitsgrad extrem zu und diese Arena ist gnadenlos. Ich habe kaum Antworten gegen die Arena und theoretisch steht uns nichts im Weg, sich direkt zur vierten Arena zu begeben und schon eine Menge Pokémon zu fangen. Das ist allerdings relativ riskant, da die normalen Trainer auf diesem Weg teilweise sogar über unserem Level-Cap sind. Auch ist auf diesem Weg der größte Troll-Mini-Boss, den es in diesem Spiel gibt. Ich gebe euch eine Sekunde Zeit, um zu sehen, was hier passiert. Ja,
4 superschnelle Pokémon, die mit Assist dauerhaft V-Crate, Nahkampf oder Zenitstürmer spammen. Und Pandya hat natürlich auch die Fähigkeit Umkehrung, dass alle Angriffe die Stats boosten, anstelle von zu senken. In diesem Run konnte mein Turtle hier relativ entspannt durchkommen, aber ich habe über den Lauf der ganzen Runs einen Hass auf diesen Kampf entwickelt. Bis zur nächsten Start gibt es dann noch ein paar weitere coole Pokémon und ich habe mich bereit gemacht für den dritten Orden. Bitte, bleib im Ball! Ja! Gott sei Dank, Alter! Ab hier haben die Arenaleiter auch Mega-Pokémon und mit dem Level-Cap von 34 sind viele meiner Pokémon in dem Bereich, wo sie sich gerade so nicht entwickeln und der Arenaleiter hat bereits 5 voll entwickelte Pokémon. Achso, und wir können natürlich noch keine Mega-Entwicklung anwenden. Also, gehen wir rein. Ich bin zurück, Lieutenant Surge, und ich will Rache. Das Blitzigel legt dank seiner Fähigkeit das Elektro-Terrain und kann von früher ganz einfach rausgenommen werden. Jetzt kommt direkt eins seiner gefährlichsten Pokémon, Parmot. Dieses macht dank seiner Fähigkeit Eisenfaust und Punching Glove so verdammt viel Schaden, dass wenn du hierfür keine Antwort hast, schickt es sich ganz schnell nach Hause. Ich wechsle auf mein Turtonator, welches dank seiner neuen Fähigkeit beim Einwechseln plus 1 Verteidigung bekommt und gehe für Bulldoze, aber die KI wechselt hier auf sein Bellybolt, welches dank der Antibodenbeere gar keinen Schaden nimmt. Ich blickte die Donnerwelle, wechsle über mein Stück Pizza auf Fruyal zurück, um es safe reinzubekommen. Ich kann mit Seedbomb eine ganze Menge Schaden machen und da ich nach der Paralyse immer noch schneller bin, kann ich, bevor es mich mit Paraboladung trifft, auf mein Stück Pizza wechseln und nach einer Runde Quiverdance besiege ich es mit Erdkräfte und Pawmot kommt wieder rein. Ich war leider in Tempo-Heap Range, weswegen ich hier wieder zurück auf meinen Turtonator wechsle und versuche ihn mit Dampfwalze anzugreifen. Das und Flammenwurf hauen in den roten Bereich und jetzt sollte mein Farigraf ihn outspeeden und töten. Ich hoffe mal, das passt jetzt. Okay, Blue, du musst ihn jetzt outspeeden, das ist wichtig. Ah, bitte stirb nicht. Okay, gut. Ich war immer noch langsamer und hätte es deshalb fast verloren. Es folgt sein Ace, Megavolt Tenso, und dies ist tatsächlich eines der entspannteren Pokémon in diesem Kampf. Die AI wechselt aber genau wie ich und Raichu steht vor mir. Das ist ein Riesenproblem, da ich es nicht one-shotten kann und es vermutlich für Ränkeschmiede geht und das zweimal. Bumpitz kann es in den roten Bereich bringen und jetzt muss ich etwas opfern, um Maxanta sicher reinzubekommen. Und wenn wir uns mein Team mal anschauen, ist relativ klar, was hier abgeworfen wird. Die Pizza hat einen guten Job gemacht, aber sie ist kalt geworden. Exentor kann es mit Turbofelsen dann besiegen und sein letztes Pokémon Megavoltenso wird ganz einfach von Bumpitz besiegt. Ich hatte auf jeden Fall schon schlimmere Kämpfe gegen den dritten Orden, aber hiernach gibt es keine Pause, denn weil wir direkt den gesamten Weg zum vierten Orden geklärt haben, können wir diesen auch direkt herausfordern. Dieser Kampf kann einer der einfachsten Arenaleiter sein, wenn man X-Ball hat. Dieses kann immer in das Gortrum, Mega Bisaflor und auch das Meganium reingewechselt werden und es besiegen. Das sorgt dafür, dass du dich auf die anderen beiden Pokémon, welche um einiges gefährlicher sind, besser vorbereiten kannst. Ohne X-Ball kannst du davon ausgehen, dass hier immer etwas stirbt und ich habe an den 3 Orten, wo man X-Wart bekommen kann, keines bekommen. Also los. Let's go. Sie startet direkt wieder mit dem Grasfeld und das ist sogar gut, da unser Turtonator mittlerweile Hausbuch hat. Damit können wir direkt seinen Gortrum besiegen und das hereinkommende Maskagator auf den Fokusgurt hauen. Jetzt wechsle ich auf mein Schlurm, welches es besiegen sollte, aber in dem Zug greift die KI mit Kehrtwende an, wodurch jetzt Elektroball vor mir steht. Nur dafür habe ich Bisaflor dabei, denn dieses sollte dank der Speckschicht Kraftreserve Eis locker überstehen und es dann... Okay, oder er explodiert einfach, sure. Och nö, Mann. Cool. Und damit ist meine Antwort gegen das Meganium auch tot und die Probleme fangen an. Ich hole Turtonator wieder rein, um damit fertig zu werden. Aber sollte der jetzt einen Omniboost von Antikraft bekommen, wipe ich hier. Okay, kein Omniboost. Das war wichtig. Oh, der lebt das. Oh, der Burn! Er hat ihn nicht bekommen und dank der Verbrennung kann ich jetzt ein wenig hin und her wechseln, um es zu besiegen. Das ist sogar gut, weil dadurch baite ich Mega Bisaflor, welches immer für Erdkräfte geht und ich kann Fiaro safe reinholen. Ich kann ihn mit Akrobatik 3/4 seines Lebens nehmen und er schläfert uns mit Schlafpuder ein, was aber okay ist. Jetzt weiß ich, dass Matschbomb bekommt, wodurch ich auf Schlurm wieder wechsle und es nicht besiegen kann, weil ich fast genauso viel Schaden mache, wie es heilt. Was? Ich dreh durch. Nach ein wenig hin und her wechseln, musste ich dann leider Turtonator opfern, um Exanto reinzubekommen. Dies kann mit 2 Turbofelsen den Kampf beenden, aber das waren 2 Tode, die sehr schmerzhaft waren.
Okay, lass uns über Eier sprechen. In diesem Hack gibt es einiges an Eiern, die man abholen kann. Und aus diesen Eiern können die regionalen Formen dieses Hacks kommen. Bisher habe ich in diesem Run 3 Eier ausgebootet, die eine Chance haben, diese regionale Form zu haben. Aber jetzt, nach der 4. Arena, bekommen wir ein Ei, welches sicher eine neue Form hat. Dazu kommt aber, dass in dieser Stadt, wo wir das Ei erhalten, der wohl beste Encounter des gesamten Hacks auf uns wartet. Und zwar können wir uns in der Spielerhalle Aegi Slash abholen. Was wir aber machen können, um beide zu bekommen, ist einfach das Ei wo ausbrüten, wo wir noch keinen Encounter haben. Wie zum Beispiel Lavandia City. Komm, ich brauche jetzt irgendwas Gutes, irgendwas richtig Gutes. Ja, 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 das nehme ich aber jeden Tag. Das ist eine neue Form von Melodik. Sie ist Typ Bodenfee. Unser Level Cap steigt jetzt auch auf 44 und ein riesiges Team Rocket Segment erwartet uns. Hier haben wir den ersten Giovanni Kampf. Dieser Kampf ist für die meisten der erste richtige Chokepunkt und auch bei mir sind hier die Hälfte meiner Runs gestorben, weil ein Crit auf dem falschen Mon es direkt beenden kann. Er leadet mit Helio King, dieses kann Axanta dank seiner Technikerfähigkeit easy two-shotten. Aber beim zweiten Mal angreifen wechselt er in seinen Schlurm, welches die Anti-Boden-Fähigkeit hat. Hier fangen direkt die Probleme an. Die Chance, dass Schlurm für Schwanzabwurf geht, ist hoch und genau das macht es auch, sodass er einen Mega-King-Gamma mit Delegator da stehen hat. Perfekter Start. Wenn du in dieser Situation bist, kannst du eigentlich schon davon ausgehen, dass er etwas stirbt. Ich wechsle auf Aegis Slash, um zumindest den Delegator wegzuhauen und wechsle dann auf Wishu mit Mowgli. Dank der Belebekraftfähigkeit kann ich jetzt die ganze Zeit zwischen Aegis Slash und Wishu hin und her wechseln, ohne Schaden zu nehmen und es ganz langsam besiegen. Nur dass die KI schlau ist und nach ein paar Mal einfach wechselt und Feuer Tauros reinholt. Mein Apokolyp kann damit kurzen Prozess machen und Kramchef kommt ein. Ich war mir sicher, dass dieses den Kill mit entweder Tiefschlag oder Nacht. Nee, der müsste. Okay, wir gehen Krusel und dann gehen wir auf. Du! Was zur Hölle? Why? Aber mit TI ist für Bohrschnabel gegangen, womit ich gar nicht gerechnet habe. Ich war sehr sauer. Wampitz konnte es Revenge killen und Schlurm kommt wieder rein, was ein Riesenproblem ist. Denn jetzt gibt es genau zwei Möglichkeiten, was passieren kann. Erstens, es sieht den Kill mit Erdbeben und ich muss wechseln. Oder zweitens, es drückt Schwanzabwurf und es werden noch mehr Dinge sterben. Grundsätzlich geht die AI immer für einen Kill, wenn sie einen sieht, deswegen habe ich mich hier darauf verlassen und bin auf Garados gewechselt. Und wer hätte es gedacht, Sturm gilt für Schwanzabwurf und jetzt heißt es Pokémon opfern. Ich muss Wampitz opfern, um ein einzig schnelleres Mon reinzubekommen, Axanthor. Dieses kann den Delegator weghauen, stirbt aber dann leider auch. Aegis Slash kann mit Schattenstoß jetzt Nidoking töten und kann das folgende Kingama auch theoretisch besiegen, aber wenn ich jetzt gekrittet werde, wipe ich. Demon Swirl oder Kritten ist vorbei. Oh mein Gott, wir leben den Defense Drop. Garados kann das Schlimm dann schlussendlich auch besiegen und wir kommen mit drei sehr schmerzhaften Toten aus Giovanni. Axanthor ist eins der besten Pokémon in diesem Hack. Es ist so gut für so viele Bosskämpfe, die noch kommen und es so früh zu verlieren, tut richtig weh. Wir pausieren aber das Team Rocket Segment für eine kurze Werbeunterbrechung. Haben Sie Probleme mit zu vielen starken Geist-Pokémon im Lavandia-Turm? Ja? Ich auch. Dieses Knocker ist nicht nur shiny und über dem Level Cap, sondern bekommt auch noch plus 1 auf jeden Set am Anfang des Kampfes. Also, was tun? Richtig, weinen. Oder einfach nutzlose Pokémon in das Ding reinwerfen, bis es am Gift langsam stirbt. Ich sage, die Pokémon habe ich nur mitgenommen, um sie zu sacrificen. Lipschlick, Tri und Visenior. Aber zumindest konnte ich mir einen Traumagel als mein Lavandia-Turm-Encounter fangen. Auch habe ich mir den Encounter auf Route 11 bis jetzt aufgespart, da wir jetzt mit der Pokeflöte uns hier Relaxo holen können. Mit Abstand eines der besten Pokémon in diesem Hack und es hat auch noch eine Mega-Entwicklung bekommen. Okay, aber zurück zum Team Rocket-Segment. Weiter geht's in Silphco. Viele von euch werden sicherlich Albträume von diesem Gebäude haben, wie ihr euch verlaufen habt. Keine Sorge, ihr seid nicht allein. Und das, obwohl man eigentlich nur auf Ebene 5 die Schlüssel Karte holen muss und auf Ebene 3 durch einen Teleporter gehen muss. Hinter diesem Teleporter wartet der nächste Rivalenkampf auf uns. Team Rocket belagert dieses Gebäude und mein Rivale hat nichts besseres zu tun, als mir auf die Nerven zu gehen. Perfekt. Aegis Slash besiegt seinen Staraptor, Relaxo seinen Mega Glurak, Irokex seinen King Gambit und Orfwurm sein Azumarill und Jumpluff. In diesem Kampf lief zur Abwechslung mal alles nach Plan. Und als Belohnung gibt es einen Lapras als unser Silphco-Encounter. Aber was jetzt folgt, ist einer der gefürchtetsten Kämpfe in Red Alky Red. Der Doppelkampf gegen die beiden Team Rocket-Vorstände. Dies ist ein Tag-Kampf mit dem anderen Rivalen. Das Problem an Tag-Kämpfen ist, dass du nur drei Pokémon in diese Kämpfe mitnehmen darfst und diese Kämpfe oft so designt sind, dass dein Partner nicht sonderlich hilfreich ist und du, wenn du nicht aufpasst, schneller in einem 1 gegen 2 bist, als dir lieb ist. Dazu haben sie auch noch beide ein Mega-Pokémon und Überraschung, wir können immer noch keine Mega-Entwicklung einsetzen. Ich bin mit Tekdas, Relaxo und Garados angetreten. Wir leaden mit Tekdas und Masquerain gegen Fuegro und Mobitesse.
Das ist schlecht, denn das Maskeregen gibt dem Morbitesse durch Bedroher direkt mal einen +2 Spezialangriff Boost wegen Unbeugsamkeit. Das macht dieses Morbitesse so super gefährlich, dass du immer etwas brauchst, das sich direkt darum kümmern kann. Dafür habe ich Tekkas mit Überrumpler dabei. Das Problem daran ist, dass Fuegro Mogelieb hat und dies auch direkt auf Tekkas eingesetzt hat. Jetzt kommt auch noch, dass das Morbitesse Tekkas unter die Hälfte haut, sodass die Fähigkeit getriggert wird und ich auf Relaxo wechseln muss. Okay, da ihr müsst jetzt aber immer den Kill auf Goffitelle sehen und dafür gehen. Das ist ich Rockslide hier einfach. Man macht dem Incineroar richtig viel Schaden. Actually, ist das gut? Mein Partner war während dieser Zeit aber sogar hilfreich und hat beide Pokémon so geschwächt, dass Relaxo sie jetzt mit Steinhagel besiegen kann. Zumindest fast. Jetzt folgt Monetigo auf dem rechten Slot. Hier muss Relaxo dringend wieder raus und ich war bereit, Tekkas zu opfern, um Gyarados safe einzubekommen. Während diesem Zug killt das Fuegro auch endlich das Maskeregen und mein Partner holt seinen Mega-Gewaldruck rein. Dieses ist bei weitem sein stärkstes Pokémon und wenn dieses zu früh stirbt, kannst du davon ausgehen, dass du ihr reiten wirst. Ich protecte Tekkas, weil ich gehofft habe, dass Weilen den Kill auf ihn sehen und das Gewaldro in Ruhe lassen. Das Monetigo ist aber für Goldrausch gegangen, wodurch das Gewaldro direkt auf ein Drittel HP runtergehauen wird. Zumindest konnte das Gewaldro in diesem Zug endlich das Fuego rausnehmen und Primarine kommt dort rein, was sogar sehr gut ist, weil Gewaldro sich an diesem mit Megasauger wieder hochheilen kann. Ich kann hier kein weiteres Risiko eingehen und opfere Tekkas, um Gyarados reinzubekommen. Gewaldro tötet jetzt auch dieses Primarine und ich fange endlich an, dieses Goldengo zu bearbeiten. Jetzt ist mir ein riesen Missplay passiert. Wisst ihr, was jetzt richtig geil wäre? Wenn das Sceptile Hidden Power Fire auf das Morwell drückt. Wird's aber, glaube ich, nicht, weil es den Kill auf Goldengo sieht. Ja. Scheiße, und damit ist Sceptile tot. Und das ist ein Problem. Mach ich über Hälfte? Boah, ich mach ja gar nichts. Das war Thunder Punch! Ich hab nicht aufgepasst. Ich hatte nur auf dieses Gewaldruck geachtet, dass ich völlig vergessen habe, dass das Flugkiefer Donnerschlag hat. Ich verliere mein Gyarados. Das mit Abstand beste Pokémon jeder Nuzlocke und es gibt keinen Punkt in der Nuzlocke, wo du dieses riskieren solltest. Ich war mir sicher, dass dieser Run nicht mehr lange gehen wird. Zumindest hat Gewaldo seinen Monetigo getötet und jetzt kommt das letzte Pokémon der rechten Seite, Houndoom, rein. Dieses ist natürlich auch ein Mega. Gewaldo tötet das Flunkio mit Kraftreserve Feuer gerade so nicht und wird, nachdem es drei Pokémon von ihm besiegt hat, letztendlich auch besiegt. Relaxo lebt gerade so den Knuddler von dem Flunkiefer und kann das Hundemon ziemlich guten Schaden machen. Genug Schaden, dass das Gravumps jetzt beide mit Schallwelle besiegen kann. Das war eine Katastrophe und ich bin ehrlich, hätten wir nicht so viel Glück gehabt, dass der Rivale so viel gemacht hat, wären wir jetzt ziemlich sicher gewiped. Aber das Team Rocket-Segment ist immer noch nicht vorbei. Es folgt ein weiterer Kampf gegen Giovanni und dieser macht jetzt richtig ernst. Langsam müssen wir wirklich mal unsere Tode eingrenzen, da wir bereits den Großteil der Pokémon, die wir in dieser Challenge bekommen haben, bereits erhalten haben. Und wenn wir jetzt schon so viele davon verlieren, werde ich früher oder später auf Pokémon stoßen, auf die ich einfach keine Antworten mehr habe. Das sorgt dafür, dass ich mehr und mehr Pokémon verliere, bis ich letztendlich wipe. Das ist der Grund, warum viele Nuzlocker von schwierigen ROM-Hacks bereits nach wenigen Toten resetten, weil du bereits weißt, dass dein Vorrat sehr begrenzt ist und du jedes Werkzeug brauchst, auch wenn es vielleicht nicht das beste Pokémon ist. Also, Team Rocket Boss Giovanni. Er hat ein Sandsturm-Wetter-Team und fängt mit Hippoteros an, um den Sandsturm aufs Feld zu bringen. Dieses hat auch Tarnsteine, um dich maximal zu nerven. Dieses ist im ersten Zug aber für Steinkante gegangen und ich konnte es mit Frühjahr direkt besiegen. Giovanni hat aber auch gar keinen Bock auf uns und es folgt direkt sein Knackrack. Ich riskiere hier mein Frühjahr und gehe für Kehrtwende, um Irokex mit vollen HP reinzubekommen. Dieses hat den Bedroher mit Eisschlag, um es zu besiegen. Aber dank der Anti-Eisbeere legt er den Hit und ich habe mich hier gegen meinen ursprünglichen Plan entschieden, es mit Irokex zu besiegen, da ich es noch für zu wertvoll halte und es nicht zu sehr schwächen wollte. Dazu kommt auch noch, dass der Sandsturm nicht mehr lange halten wird und sobald der einmal weg ist, ist der Kampf sehr viel einfacher. Und was jetzt passiert ist, verstehe ich selbst nach mehrfachem Anschauen der VOD immer noch nicht. Und gehen dann auf unseren... Sandsturm ist auch weg, sehr schön. Und wir gehen auf Nico. Oh, das ist gerade echt gut, das läuft gerade echt gut. Ah, fuck off! Die KI ist von Knackrack auf Kengama gewechselt, um es zu megern und dann ohne Grund auf Shellterra zu wechseln. Falls jemand von euch weiß, warum die AI das gemacht hat, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Also gehe ich zurück auf Schlurm und drücke Schwanzabwurf auf Irokex. Dieses hat eine 81%ige Chance, es mit Eisschlag zu töten und nach dem Hausbruch ist es umso wichtiger, dass wir diese Range hitten. Jetzt killen und wir müssen killen. Oh mein Gott. 81% Chance, dass wir mit Eispunch killen.
Bitte kill, bitte kill, bitte kill, bitte kill, bitte kill. Es hat so gemattert, ihr glaubt's gar nicht. Wir hitten sie und Mega Kengama kommt wieder rein. Ich gehe über Apokalypse auf Panferno. Dieses ist schneller und kann es mit Nahkampf gleich rausnehmen. Es folgt sein Zoltigant, welches für Melote gar kein Problem ist. Zwei noch, Excadrill. Für dieses gehe ich auf Schlurm, um es zu besiegen. Dieses crittet mich aber beim Switch-In, sodass ich jetzt nach dem Schwerttanz in Range bin und wechseln muss. Ich war mir aber sicher, dass es für Eisenschädel geht und kann safe auf Panferno wechseln, welches es mit Tempo-Hieb rausnehmen kann. Nur noch sein geschwächtes Klackerk ist über und Panferno kann dieses mit Tempo-Hieb... Panferno, warum zankst du so sehr? Nicht dein Ernst. Apokalypse kann den Kampf dann beenden, aber wie unnötig war der Tod denn bitte? Ich möchte anmerken, dass wir vor diesem Team Rocket-Segment nach dem vierten Orden bei 3 Toten waren und jetzt schon bei 13. Und jetzt endlich bekommen wir auch unseren Megastein. Wir haben leider bis jetzt nur keine wirklichen Pokémon, bei denen es Sinn macht, sie zu Mega entwickeln. Auf uns wartet die 5. Arena. Und hier ein kleiner Tipp von mir, damit ihr euch nie wieder in dieser Arena verlauft. Einfach nie die Seite wechseln. Nachdem ihr euch teleportiert, einfach nur hoch und runter laufen, bis ihr beim Arenaleiter seid. Sabrina, die Psycho-Arenaleiterin, ist ein Doppelkampf. Es gibt für sie nur eine einzige Regel. Nur eine. Gib ihr einfach kein Bizarro-Raum. Aber das ist einfacher gesagt als getan. Sie flext mit ihrem Shiny, Servol und Silenbrim, welche auch direkt das Psychofeld aussetzen. Aber mal eine ganz kurze Pause, weil ich mal eben eure Meinung brauche. Bis jetzt habe ich alle Namen der Pokémon und deren Attacken auf Deutsch übersetzt und werde das auch für den Rest des Videos weiter so machen. Aber findet ihr es besser, wenn ich die Pokémon mit dem Namen anspreche, der auch im Spiel zu sehen ist? Ich habe das Gefühl, dass es vor allen Dingen in Doppel- und Dreifachkämpfen so sehr für Verwirrung sorgen kann. Und 99% der Romex sind auf Englisch und deswegen wird das in Zukunft auch genauso bleiben, egal was ich spiele. Also schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr darüber denkt. Also, Sabrina. Mein Scaraborn konnte direkt mal das Servol besiegen und Relaxe soll das Silenbrim mit Rambos besiegen. Das lebt! Oh, warum denn? Es gab eine Regel. Okay, also Trick Room Stall. Sie schickt als nächstes Wurzelblitz rein und ich wechsle auf Aegislash und Irokex und dann auf Schlurm und Relaxo. Das Problem ist jetzt, dass ich langsam aber sicher mein gesamtes Team durchschwäche und irgendwann werde ich ganz sicher an den Punkt ankommen, dass ich nicht mehr wechseln kann, weil sonst irgendetwas stirbt. Also hatte ich nicht wirklich eine Wahl und musste mit Relaxo angreifen, um das Celebrim zu töten. Nein! Und wurde bitter bestraft. Rip Relaxo. Ich hole Frühjahr dort rein und wechsle Schlurm auf Scaraborn. Frühjahr kann mit Catwende jetzt auch das Wutpilz besiegen. 3 noch über. Sie schickt jetzt ihr Shiny Mega Gardevoir in den Kampf. Dafür habe ich aber gerade die perfekten Pokémon draußen. Ich kann mit Scaraborn die Attacke baiten und Schutzschild drücken und ist mit Aegislash direkt besiegen. Kann mir by the way mal jemand erklären, warum die KI da Gardevoir nicht gemegert hat? Nur noch ihr gefährlichstes Pokémon ist über Ursaluna. Ich wusste, dass dieses im ersten Zug immer für Schutzschild geht, um den Flame Out zu triggern und deshalb habe ich mit Scaraborn schon mal das Pokémon geschwächt. Dieses Ursaluna hat Adrenalin, ist verbrannt und spammt Fassade mit einem 140 Base Angriff. Ich greife es also mit Scaraborns Durchbruch an und wechsle Aegislash auf Irokex für den Bedroher, damit Scaraborn einen Angriff überlebt. Ich hab's mir fast gedacht, Alter. Zum Glück bin ich gewechselt. Das Kind! Die KI hat aber auch einen 7. Sinn dafür, genau im falschen Moment zu kritten. Das Kind auch? Ist minus 1! Ich lasse das mal so stehen. Früher kann den Kampf dann beenden, aber ich bin ehrlich, dieser Run sieht nach einem Reset aus und das schon sehr bald. Ab jetzt wird auf Risiko gespielt und wir holen uns alles an Werkzeugen, was es gibt. Unter anderem gibt es neben der 5. Arena die alte Kampfarena, in der man einen Kanto-Arena-Leiter herausfordern kann. Als Belohnung, wenn man ihn besiegt, bekommt man Ableithieb, einen Schwarzgurt und das Wichtigste, ein Paldea Tauros, von dem du dir die Form aussuchen darfst. Und da ich nicht ein Bedroher-Pokémon mehr besitze, brauche ich dieses unbedingt und habe ihn herausgefordert. Das ist so ein Fehler, den zu machen. Ich weiß es jetzt schon. Ich brauche dieses Tauros. Dieser Kampf kann ziemlich anstrengend sein, wenn man keine guten Antworten gegen seinen Sneebus, Vylonda oder Mega Galagladi hat. Aber Fahre Giraffe mit der neuen Fähigkeit Familienbande macht so kurzen Prozess mit dem, dass es schon lachhaft einfach aussieht. Damit erhalten wir Feuer Tauros und wir können uns auf dem Weg zur 6. Arena machen. Auf dem Weg dahin gibt es ein riesiges Segment mit Mini-Boss-Kämpfen. Auf diesen Routen ist permanent Wetter, das du nicht ändern kannst und deren Teams arbeiten damit, um dich maximal zu nerven. Das überlasse ich aber meinem Zukunfts-Ich. Falls dir das Video gefallen hat und ihr den nächsten Teil seiner Sorte nicht verpassen wollt, abonniert auch den Kanal und dann bis zum nächsten Mal.